Leute, mein Name ist Epic Stan und mit dabei ist heute die Katja. Hallo! Und Katja, wir befinden uns hier mitten auf einer Giftinsel. Was ist denn da los? Hier ist alles vergiftet. Da dürfen wir auf keinen Fall rein, denn sonst... Wow, du bist einfach entzündet von dem Gift. Oh, ich wurde weggeschnetzelt. Das Gift ist ja super doll stark. Und wir sehen hier um uns drumherum richtig doll viele verschiedene Schiffe. Wie cool die aussehen. Schau mal, hier mit dem Schiff. Hier vorne auch und die brennen auch alle wegen dem Gift. Okay, wir befinden uns hier auf der kleinen süßen Giftinsel. Und ich würde sagen, Katja, als allererstes hole ich mir hier auf jeden Fall schon ein bisschen Holz. Der wird abgebaut. Da machen wir uns auf jeden Fall mit dem Holz ein bisschen Werkzeug insgesamt. So, bitte abbauen. Und zack, wir müssen noch auf jeden Fall, Katja, auf die Zapplings drauf achten, dass die auf keinen Fall ins Gift reinblumsen. Vielen Dank. Ich mache mal eine Spitzhacke. So und so. Holzspitzhacke habe ich. Okay, wir können vielleicht mal als allererstes uns hier ein bisschen nach unten buddeln, Katja. Mhm. Oh, hier haben wir sogar Erde. Moment mal, das ist sehr gut. Ab nach unten. Haben wir hier auch irgendwo Stein? Wir haben absolut gar keinen Stein. Nein, tatsächlich nicht. Aber dafür haben wir relativ viel Erde hier unten. Okay, ich würde mal sagen, Katja, ein bisschen Erde baue ich noch ab hier insgesamt. Diese können wir auf jeden Fall benutzen, um noch ein paar mehr Bäume anzupflanzen. Schau mal, 5 Erde habe ich. Da würde ich vielleicht hier noch eine Erde hin platzieren für einen Baum. Hier vorne vielleicht auch noch eine Erde. So, da können wir auf jeden Fall noch weitere Bäume hier anpflanzen. Das Holz kann ich auch noch umcraften. Dann haben wir hier vorne noch eine Kiste, aber die können wir nicht öffnen. Ich glaube, dafür brauchen wir einen Schlüssel tatsächlich. Ich bin super doll gespannt, was sich hier in dieser Kiste drin befindet. Und ich würde sagen, Katja, wir können es vielleicht zum nächsten Schiff hinbauen. Oh, warte mal. Wir haben hier einen Schatz insgesamt. Was? Hier befindet sich ein Schatz. Moment mal, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich buddel mich mal hier auf der Seite nach unten. Tatsächlich, da ist eine Kiste. Warte. Das wird abgebaut. Und, wow, was haben wir denn hier? Schau mal. Wir haben 2 Portalguns hier drin. Das ist ja cool. Schau mal, ich gebe dir mal die eine. Bitte schön, Katja. Das ist nice. Okay, mit den Portalguns können wir zum einen natürlich Portale schießen, durch die wir durchspringen können. Oh nein, ich häng fest. Das war sehr knapp insgesamt. Und wir können zum anderen auch Blöcke hochheben. Schau mal, Katja. Stimmt. Ich habe einen Block. Warte, ich leg den neben dich. Oh, ich hab den auf dich gelegt. Hey. Was ist denn da los? Das ist so cool. Damit können wir tatsächlich auch hier einfach das Holz nehmen. Tatsächlich, wir können so die Bäume hier einfach abbauen. Was ist denn da los? Kommen wir hier hinten mit der Portal Gun auf ein Boot drauf? Aber ich glaube, wir können dort kein Portal hinschießen. Nein. Hier ganz hinten können wir auch kein Portal hinschießen. Nee. Das funktioniert absolut ganz so gar nicht. Wir müssen uns auf jeden Fall näher an die Boote dran bauen. Okay, dazu hole ich hier auch noch ein bisschen mehr Holz. Denkst du, das Holz geht durch das Gift kaputt? Ich weiß nicht. Es kann schon sein. Oh, ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Das ist hier auf jeden Fall alles abgebaut. Wir müssen die Blätter im Blick behalten, dass wir keinen Zeppling verpassen, beziehungsweise dass kein Zeppling hier ins Gift reinblumst. Das wäre absolut ganz so gar nicht gut. Dann würde ich sagen, Katja, wir können auf jeden Fall hier unten noch ein bisschen mehr Erde bauen. Dazu mache ich mir auf jeden Fall noch eine kleine Schaufel insgesamt. So, Schaufel habe ich. Dann holen wir hier auf jeden Fall... Ich hoffe, wir bekommen Zepplings. Ja, das stimmt. Wir brauchen unbedingt Zepplings. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Erde. Damit, Katja, baue ich mich hier zum ersten Boot schon hin. Und hier ist überall Gift. Wie sieht das denn hier aus? Dann geht's hier vorne weiter. So, zack. Oh, da befindet sich schon das erste Bild. Ich sehe darauf schon einige Kisten insgesamt. Und dort geht's sogar rein. Okay, ich habe noch 4 Erde, Katja. Und jetzt habe ich gleich keine Erde mehr. Nein, ich hole noch mehr Erde. Oh, ja, wir brauchen noch einiges mehr an Erde insgesamt. Noch ein bisschen. Und 30, jetzt habe ich keine mehr. Tada, sehr gut. Und wir sind beim ersten Boot. Okay, was haben wir hier? Gold, hier haben wir Goldnuggets drin. Oh, die nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Hier drüben sind auch Goldnuggets drin. Sehr gut. Okay, die Kisten können wir natürlich auch abbauen und mitnehmen. Und hier oben haben wir nichts, aber hier unten geht's noch rein. Hier haben wir ein kleines Bettchen, das wird natürlich auch mitgenommen. Und hier haben wir Kuchen. Wow, wir haben endlich viel Kuchen hier insgesamt. Und hier haben wir Öfen. Das nehme ich natürlich auch mit. Sehr gut. Und den Ofen auch mitnehmen. Bitte nicht kaputt gehen. Oh, habe ich den aufgesammelt? Nein, er ist leider hier reingeplumpst. Das gibt's doch nicht. Okay, Kisten haben wir auch. Kisten nehme ich natürlich auch mit. Oh, oh, ich brenne, Katja, ich brenne. Was ist denn da los? Ich hole mir gerade noch ein bisschen mehr Erde. Oh, sehr gut. Okay, die Kiste nehme ich auch mit. Und vor allen Dingen, Katja, können wir hier natürlich den Cobblestone auf dem Schiff auch mitnehmen. Schau mal, wir können einfach abbauen. Stimmt, dann haben wir... Sehr gut aufpassen. Ja. Brenne, ich komme zu dir. Okay, wir haben auf jeden Fall ein
Bett. Wir bräuchten noch ein weiteres, damit wir die Nacht überspringen können hier insgesamt. Ich platziere das mal hier. Essen haben wir hier auch einiges, Kater. Schau mal, ich stelle das mal hier neben das Bett insgesamt. Kisten haben wir auch. Dann würde ich sagen, wir machen uns hier auf jeden Fall so eine Art ein kleines Lager. So, dann haben wir noch einen Ofen. Sehr gut. Und hier nochmal zwei Kisten. Die kommen hier hin. Okay, in die Kiste mache ich auf jeden Fall schon mal unser gesamtes Essen. So, zack. Dann mache ich den einen Cobblestone und die vier Cobblestone-Treppen hier hin. Das kommt auch hier hin. Dann habe ich noch ein bisschen Sand und ein bisschen Holz. Und die Kakaobohnen kommen auch hier hin. Okay, dann waren wir hier schon beim ersten Schiff. Und das Schiff hier sieht richtig doll cool aus. Da will ich als nächstes hin. Okay, ich mache mir auch nochmal eine Schaufel insgesamt. Schau mal, Kater, du bekommst auch ein paar Schaufeln. Bitteschön. Dankeschön. Ich habe 42 Erde. Oh, 42. Das ist sehr gut. Ich hole auch Wohin soll ich mich als nächstes bauen? Wir können uns Kater vielleicht als nächstes hier vorne zu dem Schiff hinbauen. Ich glaube, da sehe ich auch ein paar Kisten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht ist da unten was drin oder da oben. Okay, ich hole noch ein ganz bisschen mehr Erde noch mit insgesamt. Und dann geht's schon zum nächsten Schiff. Es wäre so, so gut, wenn wir auf einem Schiff mehr Wasser und Lava finden würden für einen Cobblestone Generator. Das wäre sehr, sehr hilfreich. Dann geht's hier vorne weiter. Okay, gleich sind wir beim Schiff ja tatsächlich. Und das Schiff hier hinten dran her, das ist auch nicht so weit entfernt. Oh, nee. Ich bin sehr gespannt. Okay, es geht hier rüber. Ich habe auf jeden Fall schon ein Portal bei unserer Insel platziert. Das bedeutet, wir können hier einfach das zweite Portal platzieren. Und damit kommen wir jederzeit wieder zurück auf unsere Insel. Was haben wir denn hier? Hier haben wir ein Badezimmer. Nice. Gatta. Was haben wir hier noch im Schiff? Oh, hier haben wir eine Kiste. Hier haben wir eine Dusche. Wow. Hier haben wir einen Kühlschrank. Wir haben einen Kühlschrank. Wir haben die ganze Küche. Das können wir alles, alles mitnehmen für unsere kleine süße Giftinsel hier insgesamt. Okay, das nehme ich mit. Haben wir hier noch irgendwas anderes? Hier haben wir noch eine Kiste. Oh, schau mal, wir haben hier rote Rüstung. Oh, die sieht ja cool aus. Die ziehe ich an. Wir haben auch ein Schwertchen dazu bekommen. Das ist sehr gut. Dann haben wir noch einiges zu essen und goldene Äpfel. Schau mal, Kater, ich gebe dir mal die Hälfte. Kater, ich nehme alles mit für unsere Giftinsel, ja? Ja, wir machen die Insel richtig, richtig schön. Ja. Okay, dann würde ich sagen, Kater, wir können einfach hier durchs Portal zurück auf unsere Insel. Kater, hier sind Gegner, hier sind Gegner. Oh, die schubst mich. Ich wurde im Gift einfach weggeschnetzelt. Oh, warte. Ich helfe dir. Wow, es schlagen sogar Blitze ein. Durch unser Schwert? Oh, was ist denn das? Ich hab was weggeschnetzelt. Oh, Kater, pass auf. Und die Gegner werden hier auch weggeschnetzelt. Sehr gut. Dann haben wir hier noch einen. Oh, der letzte. Das war der letzte tatsächlich. Oh, Kater, wir können hier einfach Blitze schießen mit unserem Schwert. Und wir können sogar rückspringen mit dem Schwert. Schau mal. Warte. Was ist da los? Aua, Kater. Die Gegner waren ja richtig doll mies und fies. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall zum Glück auf dem Schiff eine relativ gute Rüstung gefunden. Wir haben ein relativ cooles Schwert gefunden insgesamt. Und zusätzlich haben wir eine Küche, wir haben Essen. Das ist cool. Okay, dann würde ich sagen, Kata, wir können hier vielleicht unsere Giftinsel ein bisschen schöner einrichten hier insgesamt. Ja. Und Kata, das hier ist unser kleines süßes Häuschen auf unserer Giftinsel. Okay, wir kommen hier rein. Ist klein. Dann haben wir direkt hier einen Fernseher insgesamt. Hier haben wir alles einfach mal hingestellt. Wir haben ein kleines Blätterdach und hier haben wir das Portal direkt hier hinten zum Schiff. Das ist so cool. Sehr praktisch. Und ich würde sagen, Kata, wenn du möchtest, kannst du dich hier vorne zu dem Schiff hinbauen. Oh. Und ich werde mich schon ganz da hinten zu dem Schiff hinbauen, ja? Ja. Okay, hier geht's rein. Wir müssen auch irgendwo... Oh, oh, pass bloß auf da hinten, Kater. Wir müssen unbedingt diesen Schlüssel hier finden, um die Kiste hier aufmachen zu können. Okay, dann baue ich mich hier hin. Ich bin hier beim Schiff. Wir haben hier Diamanten, Kater. Oh, wow. Bei meinem Schiff waren die ganzen Diamanten. Daraus können wir uns auf jeden Fall schon mal Werkzeug machen. Ich glaube, unsere Rüstung ist relativ gut. Dann mache ich hier im Crafting Table auf jeden Fall schon mal Werkzeug. Und dann würde ich mich direkt schon mal zum nächsten Schiff hinbauen. Ja. Irgendwo hier müssen wir auf jeden Fall den Schlüssel für die Kiste hier finden. Mama, bitte schön. Oh, hast du gerade Apfel gegessen? Oh, dankeschön. Ja, ich bin ja fast gestorben. Oh Gott, ja. Okay. Oh, das Schwert macht noch mehr Damage. Guck mal, ich gehe hier hinten hin, okay? Ja. Zu dem kleinen. Und ich werde mich hier geradeaus zu dem etwas größeren Schiff hinbauen. Oh, ich habe coole Schuhe gefunden. Oh, sehr gut. Farbe willst du? Oh. Blau? Ja, gerne. Hier habe ich auf jeden Fall einen Schatz gefunden. Dann geht es hier nach unten. Haben wir noch eine Kiste? Ja, hier haben wir noch zwei Kisten. Moment mal, Kata, wir haben den Schlüssel, Hast du ihn gefunden? Und? Zwei Autos, was ist da los? Okay, warte mal, ich komme wieder zurück. Oh, warte, ich kann das Portal platzieren. Portal wird hier platziert, sehr gut. Dann kann ich direkt hier bis zu uns nach Hause. Okay, die zwei Autos kann ich hier vorne platzieren. Ist das der richtige Schlüssel? Funktioniert das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier kommt ein Auto hin, hier kommt ein Auto hin. Oh, das ist riesig, das Auto, was ist da los? Okay, dann würde ich sagen, ich teste mal, ob der Schlüssel passt insgesamt, Kata, schau mal. Ja, natürlich. Und bitte öffnen. Und Kata, tatsächlich, der Schlüssel passt. Wie gut ist das denn? Okay, was befindet sich hier drin? Hier befinden sich zwei Raketen drin mit blauen Spitz. Tatsächlich, schau mal. Wir können wegfliegen. Wie cool.
cool ist das denn? Schau mal, Katja, ich gebe dir auch eine Rakete. Wo bist du? Ja, ach, ja, danke. Schau mal, Rakete für dich. Dankeschön. Und wow, das ist eine Rakete. Okay, Moment mal. Können wir mit den zwei Raketen tatsächlich hier von der Giftinsel flüchten? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich denke schon. Schau mal, da kannst du dich hinstellen. Ich stelle mich mit meiner Rakete hier hin. Das ist ja nice. Und meine kommt hier hin. Wir haben zwei Fluchtraketen. Okay, warte mal. Ich mache hier oben mal die Blätter lieber noch mal ein bisschen weg insgesamt. Oh ja. Achtung, die werden abgebaut. Zack, zack, zack. Und damit können wir ganz einfach hier von der giftigen Insel flüchten. Was, das hat ja super, super gut geklappt. Hallo, Katja. Oh, wie süß. Warte, warte, warte. Ich setze mich auch rein. Bist du bereit? Auf Plätze. Fertig. Und los. Die Rakete startet. Oh, und wir können hier tatsächlich flüchten von der Giftinsel. Wie cool. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Katja vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.